Du weißt noch nicht ganz, wie man die Bronchien einteilt und wieso es einen linken und einen rechten Bronchus gibt. Das ist kein Problem, denn wir erklären es dir heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner ganz genau. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die für euch relevant sind. Das heißt, alles, was rund um das Thema Lunge für euch relevant ist, ist hier einmal für euch aufgeführt. Und jetzt wollen wir euch noch kurz unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Die Lunge mit der Anatomie und Histologie einmal ganz einfach erklärt mit verschiedenen Texten, Zusammenfassungen und vor allen Dingen auch Karteikarten bzw. Lernkarten zum Üben. Der erste Link in der Videobeschreibung bringt euch direkt zu unserer Website. Dort bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME. Also checkt das gerne aus. Ansonsten gibt es jetzt auch das Selbstorientiert Plus-Abo für Mediziner. Das heißt, alles, was wir jemals dazu veröffentlicht haben, im Abo immer für euch zugreifbar. Auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Gucken wir uns nun die verschiedenen Bronchien an. Bronchien sind dabei grundsätzlich Röhren, die den Lufttransport unterstützen und Teil des Atmungssystems sind. Dabei gibt es zwei Hauptbronchien, einmal den rechten und den linken Hauptbronchus. Und jeder von ihnen löst sich dabei von der Luftröhre und verbindet sich mit der Lunge und verzweigt sich in Kanäle unterschiedlicher Größe. Hier ist entsprechend wichtig hervorzuheben, entsprechend dieser Lokalisation, also des rechten und des linken Hauptbronchus, haben wir dann entsprechend auch eine Verbindung zu der Lunge, denn jeder Bronchus ist mit einer der beiden Lungenflügel entsprechend verbunden und dann haben wir entsprechend diese unterschiedlichen Kanäle, die dann als Verzweigung dienen. Diese haben ihre Wand aus unvollständigen Knorpelringen nach hinten, wie in der Luftröhre, aber vollständig, wenn sie in die Lunge eintreten. Also ein zentraler Unterschied, um auch entsprechend unterscheiden zu können, habe ich den Bronchus vorliegen oder habe ich eben die Luftröhre vorliegen, ist eben auch diese Vollständigkeit der Knorpelringe, die entsprechend in der Luftröhre entsprechend vorhanden sind, aber eben nicht vollständig ausgebildet werden. Dabei ist es ganz wichtig, dass entsprechend, wenn sich die Bronchien dann mit der Lunge verbinden, sich entsprechend kleinere Bronchien bilden. Zweige des Bronchialbaums nennt man das Ganze auch. Wir haben also eine Aufteilung in kleinere Bronchien und wenn sie sich dann teilen, erhalten sie unterschiedliche Namen. Je nachdem, wo sie sich befinden, haben wir da ganz unterschiedliche Teile des Bronchialbaums. Das wollen wir euch jetzt nicht alles einzeln vorlesen. Da ist es eben auch Kern der Idee, dass ihr euch das einmal in einem Bild, in einer Abbildung nochmal genau anguckt und das dann entsprechend aufholt. Außerdem ist es so, dass die Hauptbronchien sich in Lappenbronchien aufteilen und diese dann in Segmentbronchien. Insgesamt gibt es dabei 28 Segmente, die man unterteilen kann, bis wir entsprechend dann die Endbronchiolen erreichen, die den Endteil des leitenden Teils der Luft dann entsprechend darstellen. Das heißt, am Ende finden wir die Endbronchiolen, wo wir dann den Abschluss von Luftröhre bis dann durch die verschiedenen beiden Bronchien bis dann zum Endbronchus dann erreichen. Fassen wir euch das Wichtigste rund um die Bronchien einmal zusammen. Dabei ist es so, dass es zwei Hauptbronchien gibt, einmal rechts und links. Jeder von ihnen löst sich dabei von der Luftröhre und verbindet sich dann anschließend mit der Lunge. Jeder Bronchus ist mit einer eigenen Lunge verbunden, also einem entweder der rechten oder der linken Lunge. Und dabei haben wir unterschiedliche Kanäle unterschiedlicher Größen, die dann hier von Relevanz sind. Diese haben in ihrer Wand aus unvollständigen Knorpelringen nach hinten hin, wie in der Luftröhre, aber vollständig, wenn sie entsprechend in die Lunge eintreten. Wenn sich die Bronchien dabei mit der Lunge verbinden, teilen sie sich in kleinere Bronchien auf und da haben wir dann entsprechend diesen sogenannten Bronchialbaum, der dann in unterschiedliche 28 Segmente aufgeteilt werden kann und bis entsprechend zum Endbronchus dann vorliegt. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun den Bronchus, den Atmungsbronchus und entsprechend auch die Alveolen an. Dabei ist es so, dass beim Bronchus die Schleimhaut des Bronchus von einem bewimperten, pseudostratifizierten Epithel und seiner Lamina propria von Bindegewebe mit elastischen Fasern und einer elastischen Membran gebildet wird. Außerdem ist es so, dass die Submucosa entsprechend lockeres Bindegewebe enthält, während die Muskulatur eines vollständigen Rings aus glatten Muskelfasern bildet, der sich dann im Knorpel findet. Der Knorpel ist dabei ein hyaliner Knorpel und bildet eine von kollagenreichen Bindegewebe umschlossene Platte mit knorpelnahen Schleimdrüsen.
Und dabei ist es so, dass wir die Atmungsbronchiolen nun haben. Diese haben Taschen an ihrer Wand, die die Alveolen sind. Es gibt drei verschiedene Unterteilungen von respiratorischen Bronchiolen, in denen die Anzahl der Alveolen zunimmt. Sie haben ein niedriges Säulenepithel mit Bronchiolen und Flimmerzellen, das dann entsprechend von Bindegewebe und einer anhaftenden Muskelschicht bedeckt ist. Und die Alveolen sind selbst sackförmig und von Kapillaren umgeben. Und hier findet der Gasaustausch zwischen Blut und Luft statt. Sind durch ein intraalveoläres Septum voneinander getrennt, durch das dann entsprechend Blutkapillargefäße zirkulieren können, die von den Blutgefäßen abgeleitet sind. Lungenarterien und Lungenvenen finden wir dann an ihrem Treffpunkt entsprechend vor. Hier findet dabei der Austausch statt. Das CO2, das aus den Lungenarterien kommt, durchquert die Wände der Kapillaren und der Lungenbläschen, um sich in ihnen niederzulassen und durch Ausatmen nach außen dann ausgestoßen zu werden. Und das O2, das wir dann einatmen, tut entsprechend denselben Weg, tut das entsprechend im gleichen. Die Operation ist dann in die entgegengesetzte Richtung vorhanden, wobei die Alveolen in die Lungenvenen übergehen, die sauerstoffreiches Blut zum Herzen und durch den Körper entsprechend transportieren. Da seht ihr das nochmal zentral zusammengefasst. Gucken wir uns nun also nochmal die Zusammenfassung an. Was ist wichtig? Die Schleimhaut des Bronchus wird von einem bewimperten, pseudostratifizierten Epithel und seiner Lamina propria von Bindegewebe mit elastischen Fasern und einer elastischen Membran gebildet. Die Alveolen sind dabei sackförmig und von Kapillar umgeben. Und hier findet entsprechend der Gasaustausch zwischen Blut und Luft statt. Das CO2, das aus den Lungenarterien kommt, durchquert dabei die Wände der Kapillaren und der Lungenbläschen, um sich in ihnen niederzulassen. Durchquert die Wände der Kapillaren. Dann entsprechend durch Ausatmen nach außen wird es dann ausgestoßen zu werden und dann das O2, das wir einatmen, tut entsprechend dasselbe. Gucken wir uns nun die Histologie der Lunge einmal ganz genau an. Dabei ist es ja so, dass die Alveole im Inneren durch Epithel gebildet wird, das aus zwei Arten von Alveolarzellen besteht, nämlich letztendlich aus Typ 1 Pneumozyten, die die Alveolarwand bilden, und Typ 2 Pneumozyten, die Flüssigkeit produzieren. Alveolar, in dem sich der Surfaktantfaktor befindet, ein oberflächenaktives Mittel aus Phospholipiden und Lipoproteinen, dessen Funktion darin besteht, die Oberflächenspannung der Alveolarflüssigkeit zu verringern, wodurch dann entsprechend wir hier die Funktion haben, dass das Kollabieren der Alveolen verhindert werden kann. Also auch das ist entsprechend ein ganz zentraler Bestandteil der Histologie der Lunge. Dabei kann man die zwei Zellen nochmal unterscheiden, nämlich einmal die Alveolarzellen vom Typ 1, diese sich durch ein einfaches Plattenepithel auszeichnen, durch einfache Plattenepithelzellen, die eine fast durchgehende Auskleidung in der Alveolarwand bilden. Die dünnen Typ 1-Alveolarzellen sind dabei der Hauptort des Gasaustauschs und haben damit natürlich eine zentrale Relevanz entsprechend für die Funktion der Lunge. Dann gibt es noch die Typ 2-Alveolarzellen. Sie werden dabei auch als Septumzellen bezeichnet, sind seltener und zwischen Alveolarzellen vom Typ 1 angeordnet. Sie sondern also Alveolarflüssigkeit ab, das hatten wir gerade schon mal angesprochen, die dann die Oberfläche zwischen den Zellen und der Luft feucht halten. Und die Alveolarflüssigkeit, das ist vielleicht noch wichtig, enthält dabei Tensid. Und damit kann dann entsprechend die kapillare Alveolenbarriere entsprechend Bestand haben. Außerdem gibt es noch die Luft-Blut-Barriere, die wiederum aus abgeflachtem Zytoplasma, aus Endothelzellen besteht, zwei Basallaminae und abgeflachtem Zytoplasma aus flachen Alveolarzellen, wodurch dann entsprechend die Luft-Blut-Barriere histologisch gebildet werden kann. Und dann gibt es noch die Alveolar-Makrophagen. Sie sind sehr fressaktive Zellen, also aktive Fresszellen, und bewegen sich frei auf dem oberflächlichen Film der Atemwege. Sie sind dabei dafür verantwortlich, Mikroorganismen und Staub zu entfernen und eingeatmete Partikel zu reinigen. Sie halten außerdem, und das ist letztendlich die Konsequenz von diesem Staub entfernen, Mikroorganismen zu entfernen und eingeatmete Partikel zu reinigen, sie halten die Atmungsfläche, Oberfläche entsprechend steril. Und dann gibt es noch die Pleura. Die Pleura ist eine dünne Gewebsschicht, die die Lunge und die Innenwand der Brusthöhle auskleidet
Es schützt und polstert dabei die Lunge. Die Pleura sondert dabei eine kleine Menge Schmierflüssigkeit ab, die dann eine reibungslose Bewegung der Lunge in der Brusthöhle während des Atmens ermöglicht. Warum ist das wichtig? Wir müssen uns ja immer wieder auch hervorheben, warum entsprechend bestimmte Funktionen überhaupt bestehen. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass wir entsprechend eine enorme Bewegung der Lunge immer wieder haben beim Inspirieren, beim Expirieren, also beim Ein- und Ausatmen. Und damit diese Bewegung reibungslos ablaufen kann, haben wir entsprechend die Pleura als dünne Gewebschicht, die dann entsprechend diese Schmierflüssigkeit absondern kann. Histologisch handelt es sich dabei um eine seröse Membran, also Mesothel und submesothiales Bindegewebe. Dabei haben wir eine interne viszerale Schicht oder auch die Lungenpleura genannt, was dann die Auskleidung der Lunge ermöglicht. Eine Scheitelschicht, wobei wir hier die Auskleidung der Innenseite der Brustwand meinen, und die Pleurahöhle, und die entsteht entsprechend zwischen diesen beiden Schichten, um dann diese reibungslose Bewegung hier zu ermöglichen. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, die Alveole im Inneren wird durch Epithel gebildet, das aus zwei Arten von Alveolarzellen besteht. Typ 1 Pneumozyten, die die Alveolarwand bilden und in der dann entsprechend auch der Gasaustausch stattfindet, und Typ 2 Pneumozyten, die entsprechend Flüssigkeit produzieren. Dann gibt es die Luft-Blut-Barriere, die besteht aus abgeflachtem Zytoplasma aus Endothelzellen, zwei Basallaminae und abgeflachtem Zytoplasma aus flachen Alveolarzellen. Dann gibt es die Alveolar-Makrophagen, die eine wichtige Rolle haben, denn sie sind sehr fressaktive Zellen, aktive Fresszellen und bewegen sich frei auf dem oberflächlichen Film der Atemwege. Sie sind dabei dafür verantwortlich, Mikroorganismen und Staub zu entfernen und eingeatmete Partikel zu reinigen. Sie halten die Atmungsoberfläche außerdem steril. Die Pleura ist eine dünne Gewebschicht, die die Lunge und die Innenwand der Brusthöhle auskleidet und damit letztendlich dann außerdem diesen reibungslosen Ablauf der Bewegungen der Lunge ohne Probleme ermöglicht. Und das ist es nun auch schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr auch gerne unseren Kurs auschecken. Der ist jetzt für euch in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt. 20% gibt es da mit dem Code WELCOME. Auch unser neuer Abo für euch als Medizinerinnen ist natürlich jetzt verfügbar. Also checkt es aus. Zweiter oder dritter Link in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao. I think I'm over those.